Letzten Montag habe ich relativ lange in einem Wartezimmer sitzen müssen. Und in diesem Wartezimmer hängt ein Fernseher, auf dem den ganzen Tag NTV läuft. Eigentlich ein klares Signal für mich, mich abzugrenzen und mein Hirn mit meinem Smartphone zu verbinden, um mich davon abzulenken. Leider war der Akku ziemlich bald leer und ich hatte keine Möglichkeit mehr, auf Durchzug zu schalten. So gab ich den menschlichen Dramen, Kriegen, Völkermorden und der Darstellung von Fußball als etwas Bedeutungsvolles eine Chance und war fast froh, dass da irgendwas mit Wirtschaft lief. Automobilhersteller XY hat beschlossen, auf diese und jene umweltschonende Technologie umzusteigen. Allerdings braucht eine Arbeitseinheit zur Herstellung solcher Motoren nur 2 statt 7 Mitarbeiter. Das bedeutet, so und so viele Angestellte werden sich wohl nach einem neuen Job umsehen müssen. Da ich seit fast 10 Jahren kein Fernsehen mehr schaue, brauchte ich ein paar Sekunden, um zu realisieren, dass sie das ernst meinten. Dann versuchte ich, die Blicke der anderen Wartenden einzufangen, in der Hoffnung, wenigstens einen zu entdecken, in dem genauso viel Irritation zu sehen war. Da war aber keiner. Ich ging einen Schritt weiter und machte eine kleine spitze Bemerkung über die Sinnhaftigkeit dieser Aussage. Ich hielt das für okay, denn kurz zuvor hatte ein Mann den Beitrag über den Typen, der einer Frau ein Seil um den Hals gebunden und sie am Auto durch die Straßen geschleift hatte, ebenfalls damit kommentiert, Zitat, wie weit dieses Gesocks es mit diesem Land schon getrieben hat. Der bekam dafür zumindest einige, tja ja, wird immer schlimmer, Reaktionen. Ich hingegen bekam verständnislose, abwertende Blicke. Nun sind Wartezimmer traditionell nicht der beste Ort für Diskussionen dieser Art und ich war alles andere als in Bestform. Doch in meinem Kopf stellte ich mich auf meine Apfelsinenkiste und setzte zu einer Brandrede an. Was stimmt eigentlich nicht mit euch? Ihr fühlt euch betroffen von einem zugegeben wirklich schlimmen und barbarischen Vorfall. Betroffen genug, um über Gründe zu spekulieren und euch selbst davon zu distanzieren, obwohl so etwas aller Wahrscheinlichkeit nach weder euch noch irgendjemandem, den ihr kennt, jemals passieren wird. Aber das, was uns alle wirklich nicht nur potenziell, sondern faktisch betrifft, ringt euch nicht einmal ein Fragezeichen auf eurem Gesicht ab. Muss toll sein, wenn man sich hinterher immer groß hinstellen kann und Lügenpresse schreien kann, wenn man die Auswirkungen der eigenen Ignoranz mal zu spüren bekommt, ohne irgendetwas verstanden zu haben. Das ist es also, was am Ende stehen bleibt? So und so viele Mitarbeiter müssen sich nach einem anderen Job umsehen, weil ihr Arbeitgeber sich entschlossen hat, eine Technologie zu verwenden, die sauberer ist und weniger Arbeit vom Menschen erfordert. Ach ja? Was für einen Job denn? Bei einem Konkurrenten, der noch die schmutzigere Technologie verwendet? Und nein, das ist gewiss kein Lob für den Autohersteller, ganz im Gegenteil. Die sauberen Technologien gibt es seit Jahren, aber umgestellt wird erst, nachdem sie sicher sind, dass es für sie billiger und der Profit somit größer wird. Aber statt an der Stelle einfach mal zu hinterfragen, ob die Kopplung von Einkommen an Erwerbsarbeit überhaupt aufrechterhalten werden kann, oder ob irgendeinem Menschen so viel Macht über das Leben anderer zustehen sollte, dass seine Entscheidung anderen Menschen unverschuldet die Existenzgrundlage entziehen kann, darauf kommt ihr nicht. Ihr nehmt das hin und findet nichts Falsches an der Aussage, Menschen müssten sich nach anderen Jobs umsehen. Vielleicht ist es ja eigentlich die Technologie, die falsch ist. Nein, verflucht nochmal. Diese Menschen wurden eigentlich durch die technischen Errungenschaften anderer in die Lage versetzt, sich selbst entscheiden zu können, was sie sinnvollerweise mit ihrem Leben anfangen wollen. Ihre reine Arbeitsleistung wird nicht mehr gebraucht, um den allgemeinen Lebensstandard zu halten. Sie sind von dieser Verpflichtung befreit worden. Das Einzige, was diese Menschen davon abhält, sich befreit zu fühlen, die Welt zu bereisen, ihr Wissen zu erweitern, Träume zu verwirklichen oder einfach nur gechillt vor sich hin zu existieren, ist eure verdammte Überzeugung, dass sie das nicht dürften. Ja, sicher. Jetzt seid ihr solidarisch und sagt, die armen, armen Angestellten. Und in ein paar Jahren nennt ihr sie dann Sozialschmarotzer. Denn für euch ist Gerechtigkeit nur denkbar, wenn es allen Menschen so scheiße geht wie euch selbst. Und ihr bekommt dabei nicht einmal eure eigenen Ängste korrekt benannt. Ihr habt nicht wirklich Angst, wir würden ohne Arbeitszwang alle faul. Ihr habt eigentlich Angst davor, selbst weniger zu gelten. Ihr selbst könnt euch nicht vorstellen, was ihr mit der Freiheit anfangen würdet und projiziert das auf alle anderen. Also bitte, solange wir bloß alle damit beschäftigt sein und daran verdienen können, verpesten wir doch den Planeten und fühlen uns gut dabei. Und glauben wir denjenigen, die uns sagen, wir müssten noch viel mehr unserer Lebenszeit damit verbringen, ihn zu verpesten, damit hier alles am Laufen bleibt. Und ganz wichtig,
spucken wir doch bitte noch mehr auf die, die dabei nicht mitmachen wollen. Und die auch nicht akzeptieren wollen, dass die Jobs, die wirklich gesellschaftlichen und dauerhaften Wert haben, so mies bezahlt werden, dass man sich für seine Spezies eigentlich nur schämen kann. Sagt ihnen und lasst sie bei jeder Gelegenheit spüren, dass sie auf eure Kosten leben und dass es für alle besser wäre, wenn es sie nicht gäbe. Wir wollen doch nicht, dass sie statt Erniedrigung plötzlich Genuss an der freien Entscheidung empfinden. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann dürft ihr euch zum Dank hinstellen und wahlweise der Kanzlerin, den Moslems, der Lügenpresse oder jedem anderen die Schuld an der Misere geben, außer euch selbst. Manchmal ist es vermutlich gut, dass ich diese Apfelsinenkiste nur in meinem Kopf immer dabei habe.